Hallo und Glück auf zusammen zum Wetter für den Dienstag, den Halloween-Feiertag, den 31.10.2023 mit dem einleitenden Wort zu den Niederschlagssummen von gestern vom Sonntag mit ja teilweise über 30, 40 Liter auf den Quadratmeter binnen 24 Stunden, wobei das meiste auch binnen 6 bis 12 Stunden gefallen ist. Und da zum Beispiel jetzt hier mal Saarbrücken mit 31,1 Liter auf den Quadratmeter und einer Regenrate von 17,73 Liter in der Stunde, sprich richtig intensiver konvektiver Regen. Und dementsprechend musste auch das Drittligaspiel zwischen Saarbrücken und Dresden in der Halbzeit abgebrochen werden, weil ihr seht, der Rasen bzw. der Platz war nicht mehr bespielbar. Es war ein einziges Rumgestürze und dementsprechend war das auch eine Folge dieses starken Regens im Südwesten. Ja, die stärkste Böe wurde gestern mit 135 Kilometern pro Stunde volle Orkanstärke auf dem Brocken gemessen und man merkt, in der Höhe ist schon ganz schöne Strömung da bzw. ganz schöner Druckgradient eben auch anliegend. Auch am Boden relativ windig und hier zum Beispiel in Weinbiet konnte auch eine konvektive, wahrscheinlich vom Schauer her getriggerte vertikal im Impuls transportierte, jetzt haben wir es gleich, Fallböe entstehen und dementsprechend hier fast 90 Kilometer pro Stunde auslösen. In Bezug auf die aktuelle Großwetterlage sieht es so aus, wir haben im Norden immer noch diesen großen Kälteblock und im Süden ja relativ milde Luftmassen noch einmal. Dazwischen liegen wir und diesbezüglich befindet sich dann auch, ja, die Grenze zwischen warm und kalt, wo eben dann die Westdrift einhergeht und immer wieder, ihr seht das hier links im Bild, immer wieder kalte Luftmasse mit den blauen Farben auf den Atlantik trifft. Und ja, wie soll man sagen, dann auch immer mehr Druckgradient quasi von Westen her nach Mitteleuropa reinschiebt. Das sieht man daran, dass die Isobaren hier, die weißen Linien, eng aneinander liegen. Sprich, gerade was die Küsten von Frankreich, nördliches Spanien und vor allen Dingen auch die britischen Inseln angeht, wird in dieser Woche vor allen Dingen Richtung Wochenende hin ganz schön die Post abgehen können bezüglich Orkan und auch Sturmtiefs, kleinen Randtiefs. Also dort sinkt auch das Geopotenzial. Das schauen wir uns aber alles später genauestens an. In Bezug auf andere Hiobsbotschaftsmeldungen und so weiter und so fort, Orkan rauscht auf Mitteleuropa zu oder so, könnt ihr erstmal schön abwarten, ja. Für Deutschland wird das sehr wahrscheinlich keine große Geschichte werden, aber was hier die Westküsten von Frankreich angeht, da kann es schon die eine oder andere ordentliche Orkanlage geben in den kommenden Tagen. In Bezug auf das aktuelle Satellitenbild sieht es eben auch so aus, dass wir hier im Westen, wie gesagt, immer wieder Tiefdruckaktivität haben. Dazwischen kleine Randtiefs, hier überall Schauerwolken und zwischendrin auch die Reste des Niederschlagsgebietes von der letzten Nacht bzw. auch vom gestrigen Sonntag noch. Ja, ansonsten ja, sehr unbeständig. Im ganzen osteuropäischen bzw. südosteuropäischen Block sieht die ganze Geschichte rund ums Schwarze Meer noch ziemlich freundlich aus. In Bezug auf das aktuelle Niederschlagsradar kann man auch sehen, dass hier, wie gesagt, die Reste dieser ja, schleifenden Front eben hier so ein bisschen noch in den Süden von Berlin ziehen. Von Westen her ziehen auch weitere Schauer ins Ruhrgebiet herein. Und im Süden sieht es eben auch so aus, wie gesagt, die Reste, ich hatte es bereits schon angesprochen jetzt hier, ja, von Südwesten her wird sich jetzt immer wieder Tiefdruck aufbauen und ein Niederschlagsgebiet bzw. ein Tiefdruckgebiet deutet sich hier schon für den morgigen Dienstag bzw. für die Nacht von heute auf morgen an. Aber noch ein paar Worte zu den aktuellen Berechnungen in Bezug auf die 850 Hektopascal Temperaturen, sprich die 1500 Meter Temperatur. Und da kann man eben erkennen, dass jetzt hier nochmal vor diesem Tief, was reinkommt, nochmal richtig warme Luft adviiert bzw. herangeführt wird. Wir werden es in 1500 Metern Höhe, gerade heute Abend, sehr wahrscheinlich nochmal 16, 17 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe und auch so eine richtige Wärmeblase wird sich auch bis zu uns bzw. südlich von Berlin eben ausbreiten können. Das ist nochmal ein Föhneffekt und dementsprechend wird es auch hier im südlichen Alpenraum bzw. jetzt hier im nördlichen Alpenraum, im südlichen Bayern so rum, nochmal eine richtige Föhnlage geben, wo es auch richtig stürmisch werden kann. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. In Bezug auf die weitere Entwicklung, ihr seht das jetzt hier nochmal, diese Restniederschläge, die sich jetzt heute nochmal richtig, ja, also weitestgehend auflösen werden, dann wird es aber nochmal relativ freundlich bleiben. Und wie gesagt, ich hatte es eben bereits schon angedeutet, von Südwesten her zieht dann ein Tiefdruckgebiet herein, welches in der Nacht von heute auf morgen dann eben
weite Teile Deutschlands flutet. Mal stärkerer Regen, mal schwächerer Regen. Wahrscheinlich die stärksten Niederschläge dann so Richtung Alpenraum. Und dort seht ihr auch schon, ja, die lilanen Gebiete hier. Es wird auch Schnee fallen. Die Schneefallgrenze sinkt von ungefähr 3200 Metern in der Nacht zum Dienstag bis auf 1800, 1700 in isothermischen Bereichen quasi, wo es heruntermischen kann. Wahrscheinlich auch bis in die Täler, teilweise auf 1500 Metern Höhe herab, ab. Und dementsprechend kann es eben dann dort oder wird es eben dann dort auch den ersten größeren Wintereinbruch geben. Denn es kommt von Süden her immer wieder Niederschläge kommen rein und die lila Farbe lässt auch am morgigen Dienstag eben dann nicht wirklich nach, zum Beispiel dann erst ab dem Abend. In Bezug auf die Niederschläge akkumuliert natürlich, wir sind natürlich jetzt auch schon in der Winterzeit wieder angekommen, sprich wir brauchen bloß nur eine Stunde auf die Timeline hier oben drauf rechnen, sprich wäre das eben für die akkumulierten Niederschlagssummen von 7 Uhr bis 18 Uhr jetzt hier, weil das eben der 6er Rechenlauf ist und dementsprechend alles, was ab dort passiert, wird eben dazu addiert, beziehungsweise passiert jetzt eben schon. Das ist eben so mit den Modellen, die kommen eben erst alle 6 Stunden neu und sprich müssen wir das dazu addieren und laut des Modells ICANN-EU wird eben bis in die Nacht vom 31. auf den 1. November das an Niederschlag zusammenkommen und da sind sie in dem Alpenraum. Teilweise über 50, 60 Liter auf den Quadratmeter, was eben dann oberhalb von 1000, 6700 Metern eben als Schnee fällt. Und da wird es gerade hinter Tuxer Gletscher natürlich, ne, die ganzen Gebiete Meierhofen, Sölden, also dort wird es richtig einwintern, ne, oberhalb dieser besagten Schneefallgrenze, beziehungsweise Schneegrenze dann natürlich. Ne. Schneefallgrenze, meinetwegen jetzt 1800 Metern, dann ist die Schneegrenze circa bei 1900 Metern, weil es dort eben erst dann wirklich richtig liegen bleibt. Ja, also summa summarum, so kann man das eben sagen. Ja, in Bezug auf die Niederschläge nochmal das ICANN-D2-Modell mit den akkumulierten Niederschlagssummen bis in die Nacht von morgen auf übermorgen. Und ihr seht das jetzt auch von Norden her, ja, gerade jetzt hier Richtung Niedersachsen 23, 24, 25 Liter auf den Quadratmeter. Auch einige Schauerstraßen nochmal hier über dem Ruhrgebiet und auch nochmal einhergehend vom Saarland her. Muss man alles schauen, dass das konvektive Geschichten sind. Darüber brauchen wir nicht reden, aber diesen punktuell natürlich, was das angeht, noch ein bisschen unsicher von der Verlagerung her. Was man aber auch sagen kann, im Osten sieht man wieder wunderbar jetzt hier zum Beispiel der Harzlee, Thüringer Waldlee und eben auch hier der Oberfranken. Lee bzw. Fichtelgebirgslee und also alles, was östlich davon liegt, so viel Niederschlag wird hier sehr wahrscheinlich nicht zusammenkommen, weil wir einfach in der Föhnlage drinnen stecken. Aber wie gesagt, Richtung Alpenraum wird es teilweise wirklich, also gerade auch der Brenner, das wird richtig einwintern dort und wenn man auch nochmal hier die Niederschläge in Bezug auf den Schnee sieht, ja, also wie gesagt, man muss jetzt sagen, das sieht jetzt hier so wenig aus, ne? Aber es ist eben auch wirklich so, dass diese pinken Stellen ja teilweise schon in die 30 bis 40 Zentimeter Schnee gehen. Und wir sehen hier wunderbar das Inntal zum Beispiel, hier das Zillertal. Hier geht es zum Brenner hoch, ja, also da ist Winterausrüstung auf jeden Fall erforderlich. Und rund um Sölden, übers Ötztal, da wird es richtig einwintern. Also wie gesagt, oberhalb von 1800 Metern wird das richtig ordentlich Schnee geben können für die ganzen Urlauber, die jetzt da unten sind. Also nicht wundern, dass morgen ja, die Wetterwelt gekippt sein wird in Bezug auf die heutige Föhnlage nochmal, wo es nochmal relativ mild sein wird. Ne? Also es wird ein Unterschied wie Tag und Nacht werden mit dem morgigen Durchgang des Tiefdruckgebietes bzw. in der Nacht. In Bezug auf die Temperaturen sieht es so aus, ja, es ist so, die Nacht wird nochmal relativ mild werden können und ja, heute und in Bedingungen jetzt nochmal mit dem Föhn nördlich der Alpen kann es teilweise nochmal bis auf 20 Grad hochgehen, aber auch jetzt hier nördlich des Erzgebirges, ne, teilweise 17, 18 Grad Celsius sind heute nochmal möglich. Ja, über die Nacht wird es ein kleines bisschen runtergehen, ganz klar, die Sonnenstrahlung fehlt. Und mit Durchzug des Tiefdruckgebietes könnt ihr mal hier unten in die Alpen gucken, wie da die blauen Farben schon reinkommen. Ne. Also wie gesagt, da wird es teilweise keine Temperaturen über 0 Grad geben können, oberhalb von 2000 Metern. Und ja, auch der Rest des Landes wird teilweise bloß um die 10 bis maximal 12, 13 Grad Celsius kriegen können. In der Nacht zum Mittwoch dann Norden sehr, sehr kühl. Hier seht ihr das. Ne? Ja, in Bezug auf den Wind können wir auch noch mal kurz reinschauen, relativ windstill eigentlich heute. Ne? Bis eben im Prinzip
auf die Föhngeschichte jetzt hier im Süden. Wird man jetzt im 10-Meter-Wind, kann man das gar nicht so richtig erkennen. Aber wie gesagt, in Bezug auf die Böen werden wir uns das gleich nochmal richtig zu Gemüte führen. Ansonsten kommt der Wind morgen aus west-südwestlichen Richtungen, nördlich dieses Tiefdruckgebietes aus Norden und natürlich östlich davon aus Süden um diesen Kreis und um den Tiefkernkreis rund Zitronal herumdrehend. Ansonsten dann mit Abzug des Tiefdruckgebietes dann eher die westliche Richtung. In Bezug auf die Böen können wir uns heute auch nochmal angucken. Ja, es wird so sein, ihr seht es jetzt, guckt mal den Süden, wie hier die Föhnfahnen auf einmal anfangen zu wehen. Föhnfahnen. Ja, also wie gesagt, der Süden wird in der kommenden Nacht nochmal so richtig Föhnwind bekommen. Das wird auch nochmal richtig ruppig werden können, bis dann eben das Tiefdruckgebiet durchzieht. Und der morgige Dienstag wird sowieso generell im Osten des Landes, hier ist der Druckgradient am schärfsten, diese Bahnen liegen am gedrängtesten aneinander, wird es auch relativ ungemütlich werden in Bezug auf den Wind und den Regen und alles drum und dran. Es wird in Bezug auch auf die Temperaturen hier wahrscheinlich am ungemütlichsten werden können, weil der Wind wird ja den Windchill auch drücken, beziehungsweise die gefühlte Temperatur, wenn man hier so sieht, teilweise auch in den orangen, dunkelorangen Bereich, da können teilweise Böen mit unter anderem so um die 60 bis 70 Kilometer pro Stunde dabei sein. In exponierten Lagen möchte ich auch 75 oder 80 Kilometer pro Stunde nicht ausschließen. Ja, aber wie gesagt, dann in Bezug auf die Nacht vom 31. auf den 1. November dann auch relativ schnell wieder sich beruhigend vom Wind her. Gucken wir nochmal, was der DWD sagt, bezüglich auf die Warnungen. Ja, ansonsten keine große Warnaktivität, ein bisschen Vorwarnung bezüglich des Windes an der Nordseeküste und natürlich auch, wie gesagt, im Süden in Bezug auf den Föhnwind. Ja, ansonsten, wie gesagt, schauen wir in den nächsten Tagen nochmal auf diese Orkanlage hin und ich bin der Meinung, dass ja, wir hier in Deutschland nicht so viel davon mitbekommen werden, außer der äußerste Westen von Deutschland. Dort wird das Tief ein kleines bisschen so ein Treif hineinbekommen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag, wunderschöne Halloween-Party, wie auch immer, oder auch mit euren Liebsten. Bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf und ciao.